Willkommen zu einem neuen Video von mir und heute geht es um ein sehr, sehr populäres Produkt, was momentan in aller Munde ist, und zwar Rosenwasser. Und ich wollte ja vor einigen Wochen schon mal das Video machen, und zwar wollte ich da Bezug nehmen auf die positiven kosmetischen Vorteile von Rosenwasser und habe da natürlich auch Studien geschaut, also ein bisschen recherchiert. Und was ich da gefunden habe, muss ich sagen, da hat es mir tatsächlich die Sprache verschlagen. Denn Rosenwasser ist eines der potentesten Gesundheitselixiere, was es gibt auf dieser Welt. Und klar, es hat sehr viele Vorteile für die Haut, da gehe ich auch später mal kurz drauf ein, werde ich aber nochmal ein längeres Video dazu machen. Also wenn ihr interessiert seid an meinen neuesten veganen Lieblingskosmetikprodukten oder auch weniger Lieblingskosmetikprodukten, also ich bin ja immer relativ ehrlich dann mit meiner Beurteilung, dann könnt ihr natürlich gerne euch in die Kommentare verewigen und mir Bescheid geben, ob ihr Lust habt auf so ein Video. Und zum Thema Rosenwasser. Also ich habe ja nach einigen Studien geschaut und es gibt über 100 Studien von PubMed bzw. diese NBCI-Studien, die ich immer unten verlinke, wo über Rosenwasser bzw. Rosennektar oder auch Rosenöl oder auch Rosenelixier gesprochen wird. Und es wird immer wieder eine bestimmte Rose genannt. Und zwar, diese Rose nennt sich Damaskena-Rose und sie kommt aus Bulgarien. Das ist so quasi das Hauptexportland dieser besonderen Rose. Und diese Rose wird auch zum Beispiel sehr gerne in der Parfümindustrie verwendet, weil sie sehr stark riecht oder auch ein sehr starkes Aroma hat. Aber dazu komme ich auf jeden Fall gleich nochmal. So, jetzt erstmal, was hat sie zum Beispiel für Nährstoffe, die Damaskena-Rose? Und für welche Art von Leiden ist sie denn geeignet? Nährstoffe, die sind sehr besonders in der Damaskena-Rose. Da ist zum Beispiel sind Terpene drin. Man weiß, es wirkt so ein bisschen stimmungsaufhellend, ist auch zum Beispiel im Cannabis enthalten, aber nichts Schlimmes, also das ist auf jeden Fall, Rosenwasser ist absolut kein, ich sag mal, illegales Produkt, ganz im Gegenteil. Ich werde euch gleich noch mehr dazu erzählen, welches Produkt ich verwende. Des Weiteren natürlich auch Anthocyane. Anthocyane, wisst ihr, habt ihr zum Beispiel auch in der Schale vom Rot, also im Rotkohl drin oder auch in Blaubeeren. Sehr, sehr sekundärer Pflanzenstoff, der wirklich sehr, sehr stark antioxidativ ist. Dann natürlich auch Flavonoide, klar, auch starke Antioxidantien. Dann zum Beispiel viele Vitamine, zum Beispiel auch Vitamin C ist enthalten. Und auch Quercetin ist in der Rose enthalten. Also das ist ja auch ein sehr, sehr starkes Antioxidant, was zum Beispiel auch in der Zwiebel vorkommen. Was kann jetzt die Rose alles, die Damaskena-Rose? Und zwar, was ich in den Studien gelesen habe, hat mich, ich sag mal, sprichwörtlich umgehauen, ja. Also zum Beispiel hat die Rose eine leicht hypnotische Wirkung auch, aber das bedeutet einfach nur, dass sie beruhigend wird, bei Stress hilft, also ein bisschen Stress abbaut und auch den Schlaf verbessern kann. Zum Beispiel wird die Rose traditionell auch in Iran zum Beispiel bei Zeremonien verwendet, das Rosenwasser, um die Leute ein bisschen zu beruhigen. Des Weiteren wirkt die Rose auch oder das Extrakt der Rose oder beziehungsweise die Nährstoffe schmerzlindern. Zum Beispiel, wenn du Probleme hast mit deiner Periode, dann kannst du auch auf jeden Fall es mal mit Rosenwasser probieren. Des Weiteren kann Rosenwasser zum Beispiel gegen Depressionen helfen. Es kann zum Beispiel auch bei Demenz helfen. Auch Diabetiker können von Rosenwasser profitieren. Also wie gesagt, ich gebe jetzt nur wieder, was ich gelesen habe. Ich will mich jetzt hier nicht als Arzt aufspielen. Keinesfalls, ich habe alles unten verlinkt. Es ist eine ganz besondere Sache, und zwar das Rosenwasser oder das Rosenextrakt der Damaskena-Rose kann zum Beispiel eine moderate HIV-Aktivität hemmen. Okay, ich weiß, jetzt lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, aber es ist tatsächlich so, dass es anscheinend antivirale Eigenschaften hat. Also wie gesagt, schaut euch die Studie selbst an, ich habe alles unten verlinkt. Des Weiteren natürlich ist auch Rosenwasser sehr gut geeignet fürs Herz, also ist für ein gesundes Herz, und natürlich auch ist hoch antibakteriell, hoch entzündungshemmend, es fördert quasi die Wundheilung. Und es wirkt zum Beispiel auch laxaktiv. Also das bedeutet, wenn du zum Beispiel Verdauungsprobleme hast, ist Rosenwasser wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich sage jetzt gleich nochmal, wie ich es zu mir nehme. Also wie gesagt, bei Verdauungsproblemen kann man das sehr gut anwenden. Des Weiteren ist es auch ein sehr potentes Anti-Aging-Mittel. Man hat mit dieser einen Fliegensorte getestet. Wie heißt sie nochmal? Trophylla, irgendwie sowas.
Und die konnten tatsächlich ihre Lebensspanne verlängern, indem sie ihnen quasi diese Damaskena-Rose verabreicht haben. Genau, und das ist jetzt quasi, was die Rose alles kann. Da gibt es noch mehr, wie gesagt, alles unten verlinkt in den Studien. Ja, und wie kannst du jetzt zum Beispiel Rosenwasser zu dir nehmen? Rosenwasser ist ja nicht gleich Rosenwasser. Ich werde euch sowieso gleich nochmal was erzählen, worauf ihr achten solltet beim Kauf. Und zwar ist es so, wenn du zum Beispiel Rosenwasser zu dir nimmst, was dafür geeignet ist, auch von innen zu verwenden, dann kannst du es zum Beispiel unter dein Wasser mischen. Das mache ich sehr gerne. Somit gebe ich dem Wasser ein bisschen Geschmack. Und ich sag euch, das Aroma ist so stark. Also so, wenn mich jetzt jemand irgendwie anrübsen würde und dabei nach Rosen riechen würde, wäre ich wahrscheinlich nicht mal sauer auf diese Person, ja. Also gut, das wird vielleicht in Deutschland jetzt nicht so auf der Straße passieren, aber in China kann das schon mal passieren, auf jeden Fall. Habe ich selbst schon erlebt. Und ja, zum Beispiel kannst du auch Rosenwasser verwenden, um Smoothies zu verfeinern oder andere Gerichte. Also es ist wirklich sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Es ist ganz, ganz spannend. Dann möchte ich natürlich noch mal kurz was zu den kosmetischen Zwecken von Rosenwasser erzählen. Also ich verwende das ja selbst im Moment für die Haut und ich muss sagen, man hat wirklich das Gefühl, die Haut wirkt einfach frischer und es hilft ganz gut bei vergrößerten Poren und damit habe ich ja ehrlich gesagt auch ein bisschen Probleme. Also das war schon immer mein Problem. Seit ich meine Akne quasi bekämpft habe, habe ich trotzdem immer noch irgendwie ein bisschen Probleme mit großen Poren, weil ich komme zum Beispiel auch von zu viel Solarium und zu viel Sonne. Du kannst zum Beispiel, wie gesagt, mit einem Wattepad über dein Gesicht gehen und das dann quasi auch als Feuchtigkeitsspender benutzen, als Gesichtswasser. Du kannst natürlich das auch in dein Gesicht sprayen. Das ist dann wie so eine Art Aromatherapie. Das ist sehr, sehr angenehm, weil es riecht wirklich so, so gut, das Rosenwasser. Und ja, des Weiteren hilft es zum Beispiel auch bei Akne, bei Schwellungen. Es stellt so ein bisschen den pH-Wert der Haut wieder her. Und ja, die Haut fühlt sich einfach frisch und gut an. Und ja, es ist auf jeden Fall wirklich ein super Kosmetikprodukt, wie gesagt, auf das ich gerne nochmal in meinem nächsten Video drauf eingehen werde. Auf was solltest du denn achten, wenn du dir Rosenwasser zulegen möchtest? Es gibt ja sehr viele DIY-Videos, habe ich gesehen, auf YouTube, wo Leute zeigen, wie sie Rosenwasser selbst herstellen. Ich bin ganz ehrlich nicht so überzeugt davon, weil oftmals werden die falschen Rosen verwendet, und zwar handelsübliche Rosen, die eigentlich nur dafür gezüchtet werden, für die Dekoration, um lange zu halten und schön auszusehen. Und oftmals sind sie auch mit Pestiziden belastet. Halten diese Rosen auch zu wenig Nährstoffe bzw. auch ätherische Öle? Das ist zum Beispiel bei der Damaskea-Rose was anderes. Hier habe ich zum Beispiel handelsübliche Rosen und die Damaskea-Rose sieht natürlich schon ein bisschen anders aus. Sie ist zudem auch sehr, sehr empfindlich, also sie welkt sehr schnell, deswegen wird sie nicht so im üblichen Handel verkauft. Ich habe ja relativ lange jetzt auch auf Amazon geschaut, ob ich etwas finde, etwas Interessantes, weil ich natürlich nur ein bestimmtes Produkt haben wollte, und zwar natürlich ein Produkt mit bulgarischen Rosen, was Bio ist. Und ja, deswegen habe ich natürlich dann ein gutes Produkt gefunden, und zwar ist es ein Blütenwasserhydrolat. Ein reines Produkt, hergestellt mit einer doppelten Dampfdestillation aus bulgarischen Rosen. Und ja, es hat 0,092% Anteil von ätherischen Ölen, was ganz natürlicherweise in der Rose auch vorkommt. Das bedeutet, es ist nicht zugesetzt, es ist ein reines Destillat. Und ein Rosenöl sollte mindestens 0,25% Anteil von ätherischen Ölen enthalten, um quasi als ein Rosenöl klassifiziert zu werden. Wichtig ist auch, dass das Rosenöl keine Pestizide enthält. Wie gesagt, also Bio ist auf jeden Fall wichtig. Des Weiteren wollte ich noch mal kurz erwähnen, das ist jetzt natürlich kein Ersatz für eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Egal welche Nahrungsergänzung oder so ich hier vorstelle, das ist natürlich immer wieder wichtig, dass man das sagt. Weil, wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht irgendein Produkt als das einzige Allheilmittel darstellen. Im Gegenteil, es ist quasi eine Ergänzung, die euch dabei hilft, noch gesünder und fitter und schöner zu werden quasi. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch wahnsinnig über ein Like freuen. Und natürlich, klar, würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Demnächst werde ich, denke ich, mal mein Haarvideo machen. Es gibt ja eine Serie von mir, jetzt kommt das dritte Video dazu. Da geht es um dünne Haare und Haarwachstum beschleunigen. Weiter könnt ihr natürlich auch mal schauen, ob euch irgendwelche Lieblingsprodukte von mir gefallen. Dann könnt ihr mal gucken in den Infos oder auch
in den Kommentaren, weil wenn ihr natürlich die Links benutzt, wie zum Beispiel von Amazon, dann unterstützt ihr mich so ein bisschen dabei, wenn ihr das möchtet, natürlich. Alles freiwillig. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne, rosige Woche. Und ja, dann bis zu meinem nächsten Video. Eure Julia Rawson.